Formelpilot Marvin Kirchhöfer konnte an seinen sensationellen Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. Nach dem Einstieg in den ATS Formel 3 Cup konnte er die Serie in seinem Debütjahr gewinnen. Ähnlich gut lief es für den jungen Leipziger in der Deutschen Post Speed Academy, Deutschlands erfolgreichster Nachwuchsförderung im Motorsport. Mit insgesamt 3 gewonnenen Wertungszeiträumen setzte er sich bei der starken Konkurrenz durch und ist nun zum 2. Mal in Folge Deutschlands Motorsporttalent des Jahres 2013. Neben der Auszeichnung erhält Kirchhöfer 75.000 Euro Fördergeld für seine zukünftige Motorsportkarriere. Die Deutsche Post Speed Academy ist das erfolgreichste deutsche Nachwuchsförderprogramm im Motorsport und unterstützte unter anderem die Formel 1 Stars und DTM-Fahrer Timo Glock, Christian Vitoris, Adrian Sutil, Marco Wittmann, Nico Hülkenberg und Daniel Abt in deren Karrieren. Bei der DTM bin ich im Dezember sozusagen an den Start gegangen in einem Test in Monte Blanco in Spanien. Da habe ich eine Einladung bekommen von Audi. War eine sehr interessante Erfahrung für mich, natürlich auch zukunftsmäßig gesehen auch eine Option, wenn es jetzt in Richtung Formelsport nicht klappen sollte, dann in die DTM zu steigen. Ja, und es war auf jeden Fall interessant und auch mal Luft zu schnuppern. Jetzt startet Kirchhöfer mit einem neuen Auto und einem neuen Team in der GP3-Serie durch. In der vergangenen Woche stellte er in Leipzig beides vor. Ja, dieses Jahr geht es in dem GP3-Auto sozusagen an den Start. Das Auto hat 400 PS. Auch eine andere Veränderung ist, dass ich jetzt am Lenkrad sozusagen die Schaltung habe. Ich muss nicht mehr an der Seite schalten. Das Auto wiegt zwar ein bisschen mehr, aber das Größte und das Interessanteste finde ich, dass ich sozusagen dieses Jahr im Rahmen der Formel 1 unterwegs bin, überall in Europa. Und das ist natürlich dann schon eine andere Plattform, wo man sich bewegt. Die Zuschauerzahlen werden deutlich höher sein als im vergangenen Jahr. Und natürlich auch das Umfeld wird sehr interessant sein. Und von daher freue ich mich da enorm drauf. Der erste Test ist bereits am 27. März und im April geht es dann nach Barcelona.